Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr habt es schon gesehen, es sieht sehr, sehr krass aus hier, wo wir sind. Und es wird noch sehr, sehr krass. Und es wird noch viel, viel krasser, denn Maxi und ich lassen uns heute auf einer einsamen, verlassenen Insel aussetzen, um dort den Traum von der 60-plus-Meerforelle zu erfüllen. Nein, wir wollen natürlich riesige Meerforellen fangen, am besten auch noch viele. Deswegen begleitet uns Jan, der fährt uns gerade zur Insel. Warum sagst du nicht immer nur Jan? Und Christian ist auch dabei, der sitzt da hinten. Das sind nämlich zwei Locals, die kennen sich hier sehr, sehr gut aus. Wir sind auf Fyn, hier gibt es tausende Inseln und eine ist besonders verlassen und auf die fahren wir jetzt. Um in Dänemark angeln zu gehen, benötigt ihr einen dänischen Angelschein. Dieser hat mich für eine Woche umgerechnet ca. 20 Euro gekostet und war super easy auf der eingeblendeten Internetseite zu kaufen. Leute, hier ist unsere Insel. Auf der Insel ist sogar nochmal eine kleine Bucht oder so ein kleiner See. Die Insel hört auch da hinten schon wieder auf. Oh, da muss Tita. Ja. Really? Ja. Hab da war die erste Forelle. Stabil, guter Sprung. So, und du holst uns dann in zwei Wochen wieder ab, ja? Ja. Hier ist unser Essen drin. Vielleicht. Mal gucken. Hier ist unser Essen drin. Da ist Bier drin. Und das war's. Reicht doch, also das Essen kannst du haben. Max, wir betreten die Insel. Wir betreten das gelobte Land hier. Ja. Wir betreten die Insel, Leute. Oh, hat noch nie ein Mensch einen Fuß drauf gesetzt. Nein, hat er noch nicht. Wir sind die Ersten. Vielleicht finden wir hier neue Rohstoffe. Krass, Mann, hier ist ein... finden, dann kommen die Amis und wollen hier ein bisschen Freiheit sorgen. Hier ist ein bisschen... Hier ist ein See auf der Insel, Max. Da stocken wir unsere Forellen drin, okay? Wenn wir welche fangen. Die kommen da rein in den See. Ich habe zum Glück eine Warthose mit Wartstiefeln an, die so Filz unten drunter haben, weil mit einer Gummisohle wäre das hier auf jeden Fall richtig rutschig. Schönes flaches Wasser hier. Der Wind steht so ein bisschen hier rauf. Hier vorne ist ein bisschen Kraut, wo sich so die ganze Nahrung drin versteckt. Quallen sind hier auch ganz viele, aber nur so kleine. Und da vorne steht ein wildes Maxi. Leute, Maxi hat die erste, Leute. Jawohl. Oh no. Ausgestiegen. Oh, fuck. Maxi, wie fühlt es sich an, den erwarteten Zielfisch nach drei Tagen endlich dran zu haben und ihn dann zu verlieren? Dazu haben wir dich gut aber verlieren fühlt sich nicht so gut an. Nee. Verlieren hassen. Na toll, ey. Na tolli. Ja? Gute erste 10 Minuten, sagt Christian gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal, vielleicht Schwammfisch, vielleicht sind hier noch mehr, also durchziehen. Ja, ja. And how deep is it? It's quite deep up there. There you go, that's a fish. That's a fish. That's a fish. Ja. Die erste hängt, Leute. Also die zweite hängt, aber hoffentlich kommt sie auch raus. Kein großer Fisch. Ganz angeslidet. Ein Feini. Oh, wunderschön. Da ist die erste, Leute. Sandy Inline, 14 Gramm. Ja, wir sind da mal 10 Minuten am Angeln. Und guckt euch diesen schönen Fisch an hier. Eine schöne Forelle. Nach der Fettflosse. Die ist ab. Heißt, da ist keine Fettflosse dran. Heißt, die wurde quasi gestockt von den Programmen hier. Ja, hier hinten drüben von Christian. Tschüss. Also, der Christian setzt sich hier in der Umgebung auf Fyn nämlich sehr für den Bestand der Forellen ein. Und die haben so Aufzuchtprogramme. Fischzählungen, die setzen Fische ein, die sie quasi ja, ausbrüten und dann ein bisschen großziehen, dass sie es quasi die ersten schweren Jahre hinter sich haben. Und ja, dann setzen die so zwischen der Größe setzen die dann hier ein. Wie viel? 300 bis 400.000 im Jahr. Also die Jungs tun hier echt wirklich was für den Bestand. Ich würde sagen, die machen alles richtig, weil wir haben jetzt in 10 Minuten hier drei Kontakte gehabt. Das hatten wir an der anderen Ecke, wo es nicht am Start ist in drei Tagen. Ja, fängt gut an. Hi, Fabian.
Oh! Leute, die nächste hängt. Die nächste hängt bei Jan. Ich muss mal schnell meinen Köder einkurbeln hier. Oh, looks like a better fish. Oh ja. Oh, schöner Fisch. Richtig geiler Fisch, Leute, hier. Den Jan hier dran hat. Und fühlt sich geil an. Immer noch? Nach Jahren? Ja, doch. Nach Jahren des Meerforellenangelns. Du hast ja eigentlich schon alle gefangen, oder? Naja, nicht ganz, aber. Viele. Oh ja. It's a 60 fish, maybe. 50. Yeah. Somewhere in the 50s. You maybe would have been wanting something in the competition, but. Ja, Leute, hier ist gerade so ein Meerforellenturnier und da hätte Jan auf jeden Fall mit dem Fisch schon mal einen guten Start gehabt, oder? Ja, an Bord. Dickes Petri, ey. Den gucken wir uns mal genauer an. Oh, was hat der gebissen? So eine kleine. Ja, wo ist die Baitfischimitation? Sehr klein und unauffällig. Das Kraut hier, ne? Ja, ganz klein. Kleiner Köder, großer Fisch. Bei mir war es ja andersrum. Großer Köder, ein kleinerer Fisch. Boah, mega. Wunderschön. Tschüssi, mach viele Babys. Stark, Mann. Oh ja, das ist nice. Thanks. Kurze Unterbrechung vom Video, Leute. Ich muss euch noch mal ganz kurz was ans Herz legen. Und zwar den Better Fishing Adventskalender 2024. Unser Masterpiece. Ein Warenwert von über 270 Euro. Wenn ihr den Code YoshiBoost nehmt, kriegt ihr sogar noch mal ein 20 Euro Geschenk on top. Also 290 Euro Warenwert kostet 149,95. Insgesamt im Kalender 27 unterschiedliche Firmen. Über 19 Sonderfarben, von Hecht über Barsch bis Zander, alles dabei, natürlich auch für Rapfen und Forelle, richtig geile Köder. Dazu haben wir noch 40 Golden Tickets in den Kalendern versteckt, die einen Gesamtwert von über 10.000 Euro haben. Ihr könnt Gutscheine für die Bootsangelschule gewinnen, für Fishing King, für Guiding-Touren, Divers, Dies Rollen aus Japan, Elex-Routen, also wirklich richtig krasse Golden Tickets. Sichert den Schlag zu, zieht euch dieses geile Design rein, auch von hinten. Einfach eine Augenweide zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie viele noch da sind. Der Kalenderverkauf geht gerade brutal ab. Also schlagt schnell zu. YoshiBoost für ein 20 Euro Geschenk. Viel Spaß, jetzt geht's weiter beim Video. Fisch? Ja! Das läuft hier. Ich glaube, für die brauchst du aber keinen Kescher, oder? Maxi sich auch hier am Entschneidern. Leute. Die einsame Insel ist von Anglern auf jeden Fall nicht so viel besucht. Hallo. Oh, jetzt ist er weg. Ja, Baby. Süße Kleine, aber entschneidert. Ja. Jan hat schon wieder eine. Ey, das ist krass. Diese verlassene Insel, Leute, ist voll mit Fischen. Voll mit krassen, seltenen Fischen. So Leute, da ist die nächste. Oh, wunderschöner Fisch. Ah, die hat keine Fettflosse im Vergleich zu der ersten, ne? Ja. Eine der aus dem Programm. It's a marked one. Nah, 40. It's a bit small, I think. Schöner Fisch. Stark. Sehr, sehr stark. Hier ein paar Fische da. Definitiv. Da haben wir eine gute Insel gefunden hier. Verlassen von Menschen. Besiedelt von Forellen. Leute, ich laufe hier hin und her. Maxi hat den nächsten Fisch. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Guter Fisch? Festgeschwommen? Ja, da ist sie. Boah, schöner Fisch. Nice! Sehr schön. Ein richtig schöner Fisch. Auch hier mit Fettflosse. Ja, die ist mit Fettflosse, also eine wilde Ureinwohner der Insel quasi. Geil. Und zurück damit. Ja, braun, deswegen wieder rein. Oh shit. Tschüss. Geil. Die hat vorher einmal gebissen und ich habe gedacht so, nein, das war ein richtig guter Biss, weil die kam so richtig von der Seite und ich habe wirklich wie beim Bassangeln meine Schnur einfach so bumm, einmal zur Seite schießen sehen und dann habe ich nochmal hingeworfen und beim zweiten Mal hat sie genommen. Boah, ich glaube, ich muss mir auch mal einen Wobbler ranmachen. Leute, richtig hübscher Fisch. Geiles Ding. Auch eine schöne Forelle. Perfekt gehakt.
und war sofort raus. Richtig nice. Petri Mops. Danke. Und dann darf ich gute auch zurück. Oh, schöner Kämpfer gewesen. Und ab ins Kraut. Ich mache mir jetzt auch einen Wobbler ran, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Max hat schon wieder eine. Alter, ich komme gar nicht zum Angeln, Leute. Ich bin hier nur am Filmen. Ausgestiegen? Nee. Alter. Ui. Okay. Jan kommt schon angerannt. Ein gutes Zeichen, Max. Nice, Mann. Boah. Ja. Nein. Nein. Bitter. Nein. Die war größer als die erste. Ja. Und größer als meine. Scheiße, und die war ein bisschen silberner auch, ne? Also vielleicht nicht. Vielleicht, aber. Ja, ja, aber die hatten, denke ich mal, so Anfang, Mitte 50. Shit. Schade, Max. Oh, das war ein schönes Ding. Ja, wirklich. Was machst du denn da, Max? Ja, bin das. Was hast denn du da gemacht? Ich war ein richtig fetter Stein. Gut so hingesetzt. Ich hab so gut draufgesetzt. Was für ein schöner Fleck Erde hier auf Fünen in Dänemark. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Mittagspäuschen. Oh, da gibt's schon eine Fassbrause, Max. Eine Fassbrause? Ja. Die Fassbrause, die haben uns verdient. Oh, ja. Westfünen? Ist der wirklich von Fünen? Ja, ja, das ist hier 15 Kilometer von der Lodge, ist weg. Oh. Und wir müssen heute kein Boot fahren, kein Auto fahren. Wir können uns richtig einen reinstellen hier. Richtig in einen reinorgeln. So wie sich die Forellen heute die Köder reinorgeln. Ja. Das ist krass, oder? Das ist echt krass, wie die sich die Köder reinknallen. Wie viele Fische hatten wir jetzt schon? 7, 8, irgendwie so in dem Dreh? Ne, mehr. Mehr? Mehr, glaube ich, ja. Jetzt sind wir schon über 10. Ja. Mit den Verlorenen auf jeden Fall. Also ja, dann definitiv. Wirklich richtig geil. Wir sind jetzt, weil der Wind auf der anderen Seite der Insel, habt ihr gesehen, wie schlank die ist. Wir sind auf die andere Seite der Insel und hier ist jetzt richtig schön windgeschützt und hier machen wir jetzt eine kleine Mittagspause und fischen dann hier auf der Rückseite. Hier ist ein bisschen flacher, hier kann man noch ein bisschen ja, kleiner, flacher, feiner fischen. Jetzt machen wir gleich das Spiroplatz. Ja? Ja, machen wir hier schön Spirulino ran und dann eine Fliege davor. Das ist die Noob-Variante vom Fliegenfischen. Ja. Die, ja. Willst du es auch nochmal bestätigen? Ja, passt. Aber sehr effektiv. Ja, mal gucken, ob das auch Fische bringt. Ich denke schon. Ich denke, einen könnte man fangen. Ja. Vielleicht. Leute, wir sind übrigens in der Denmark Fishing Lodge untergebracht. Zeige ich euch nachher nochmal, wie es da aussieht. Und der Besitzer ist ein Italiener. Und man kriegt jeden Tag so ein Lunchpaket hier mit. Und das ist ein richtig schönes Ciabatta. Und Prosciutto. Sehr geil. Frühstück war auch super, oder? Sorry. Sorry. Aber so lässt sich's aushalten, Leute. Jan ist hier ja Guide vor Ort und der hat in seiner Box auf jeden Fall. Es sieht alles ziemlich natürlich gräulich aus, also wenig ja. Schocker. Ist auch echt ganz schön klein, ne? Also so ja, wie ein halber Finger ungefähr. Was würdest du jetzt fischen, wenn das Wasser richtig trüb ist? Dunklere Sachen, sowas wie. Hier dieses, das ist so ein Dubbing, das nennt sich Motor Oil. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Hat hier noch so zwei Monostücke eingebunden, damit wenn es Kraut hat, auch kein Kraut hat am Haken. Oder dann halt auch Pink ist immer eine ganz gute Farbe, wenn es ein bisschen trüber ist. Ähnelt so ein bisschen den Garnelen, ne? Ja genau, das sind hier so Garnelenimitationen, ja. Die hier Pink, ja, gekochte Garnele. Und dann halt hier so Kleinfischimitation. Ja. Sehr klein und schlicht. Ja. Nice. Da stechen unsere Köder dann schon von der Größe und von der Farbe ein bisschen raus. Aber funktionieren anscheinend auch. Leute, auf der windgeschützten Seite bis auf einen Nachläufer gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder in die Welle rein. Einmal über die Insel, 100 Meter. Und dann sind wir wieder auf der anderen Seite. So klein ist die Insel.
Leute, das ist ziemlich zäh geworden, wie ein durchgebratenes Steak mittlerweile. Also, schon lange keinen Fisch mehr gesehen. Jetzt fühlt es sich an wie echtes Meerforellenangeln. Vorhin war es wie Barschangeln, die Bock haben. Und jetzt ist, ja, wie richtiges Meerforellenangeln. Aber es ist trotzdem schön hier. Leute, wir wurden wieder abgeholt. Wir verlassen die einsame Insel und haben die Ureinwohner kennengelernt. Das war doch mal eine kranke Forellen-Session da hinten, oder Jungs? Das war geil. Sehr ja. gut. Das war super Spaß. Hat wirklich richtig Bock gemacht. Max und ich werden jetzt nochmal einen Uferspot probieren. Nochmal gucken, in den Abendstunden nochmal ein bisschen versuchen. Glaubst du, kommt noch eine? Ja. Ich auch. Ich auch. Ich habe auch nochmal Bock. Moritz Freudenthal hat gesagt, der ganze Tag kann scheiße sein und dann fängst du abends in 15 Minuten 15 Fische und dann war es ein super Tag. Okay. Wir haben ja schon so viele Fische gefangen, aber trotzdem kann ja der Abend nochmal super werden. Ja, wieso nicht? Ich meine, wenn du einen guten Morgen hattest, kannst du auch mal einen guten Abend haben. Also der Tag scheint nicht der schlechteste zu sein. Ihr bleibt dran. Wir gucken, ob wir noch eine zum Essen fangen, weil wir haben eigentlich Bock auf Mefo, oder? Schönes Mefo-Tatar. Mefo-Tatar. Crazy. Ja. Ich hab ein gutes Rezept. Ich wäre für Mefo Sashimi. Können wir ja 50-50 machen. Ja. Hälfte Tatar, Hälfte Sashimi. Dafür müssen wir erstmal eine fangen, die die richtige Farbe hat. Nächsten Spot angekommen. Jetzt vom Festland. Max, wie sind deine Erwartungen? Boah. Also sie waren niedrig, als ich die Angler gesehen habe, die uns entgegenkamen und meinten nothing. Aber jetzt haben wir gerade zwei andere Angler gesehen, die meinten, sie haben schon zwei verloren und in dem Moment, als wir da waren, gerade eine gefangen. Aber die stehen auch auf der allerbesten Stelle hier. Wirklich, wir haben hier Wind, der schiebt hier so über so eine Landzunge und hier ist ein ruhiger Bereich und die stehen halt genau an dieser Windkante. Da vorne ist dazu noch trübes Wasser, also Meerforellenangeln, 1x1 Spot. Besser kannst du es nicht haben. Auflandiger Wind mit trübem Wasser, hier klares Wasser, flach. Das kreuzt sich hier, also schon, die stehen schon an einem Prime Spot. Wir stehen jetzt hier eher ein bisschen im ruhigen Bereich. Ich glaube, ich bin da. Ja? Ja. Boah, ist hier eine fette Krabbe, Digga. Ja? Ist die fett? Guck mal, direkt vor mir, hier vorne. Nimm sie. Okay, ich mach mir die Ärmel nass. Nur die Ärmel nass. Wo willst du ihn nehmen? Ja. Guck mal, Max. Krabbel mir auf die Hand. Hat aber nicht, hat nicht zugeschnappt. Hab sie. Da ist er. Oh. Hier reinhalten einmal? Nee. Ich weiß nicht, was die können so. Warte mal. Bestimmt kneifen. Ja. Halt mal hier so die. Halt mal hier so einen Finger. Hier die Ecke ran. Ich weiß gar nicht, die kneift gar nicht. Na, mach mal was. Mach mal was Verrücktes. Tschüssi. Segelt sie ein, jetzt wird sie sich bestimmt vergraben da drin, oder? Langsam und träge. Ich hab Hunger. Du auch? Leute, wir sind jetzt schon ein gutes Stück gelaufen. Noch kein Kontakt, noch kein Nachläufer. Meerforellenangeln ist eine richtige Hassliebe, sage ich euch. Wenn man eine fängt, denkt man, boah, es gibt kaum was Geileres. Und die anderen 1500 Würfe denkt man sich nur, boah, was mache ich hier? Werde ich mal jetzt lieber Barsch angeln? Werde ich mal lieber Hecht angeln oder auf Zander? Einfach wirklich immer zäh. Und dann kannst du halt sowas haben, was wir heute Morgen hatten, ne? Das kann halt auch jeden Moment wieder losgehen. Aber es ist schon verdammt idyllisch. Also, ich sag mal, beim Meerforellenangeln schneidern ist nicht so schlimm, wie bei irgendeiner anderen Angelart zu schneidern. Aber ansonsten gibt es schon hässlichere Orte als die hier. Letzter Spot des Tages. Sieht optisch jetzt nicht so geil aus. Oder Max? Hui,
ganz schön steil. Oh. Weißt du, was wir nachher machen, Max, wenn wir da wieder hochgehen? Nee. Da gehen wir steil. Komm, wir holen uns jetzt hier nochmal eine Sonnenuntergangstrote. Fisch? Trotzdem, Digga, wir sind da. Digga. Hä? Ich glaube, ich habe einen Fisch drauf. Ja. Jawohl. Schon wieder, Alter. Schon wieder am Ende des Videos, wie letztes schon mal. Ja? Na, mit dir am Boden. Ah, ja. Leute, nochmal kurz einen Fisch gefangen hier. Was machst du hier, Kollege? Hornhechte sind auch richtige Argo-Biester. Ja. Ich wüsste ja. Guck mal, wenn du den Finger hinhältst, die schnappen richtig zu. Mach mal auf. Guck. Ja. Okay, das ist schicker Aal. Ah. Ja, Leute. Sind sie da, ja, die wollen wir haben. Wir befinden uns gerade hier in den letzten Minuten. Ihr seht es am Licht. Ein Video, was von der Dramaturgie her nicht besser hätte sein können. Ganz zum Schluss kam noch der erhoffte Hornhecht. Ganz zum Schluss endlich der Zielfisch für euch in bester Kulisse. Ich habe mir extra meine positive Angelenergie aufbewahrt für diesen Moment. Ich habe heute wieder 1000 Würfel gemacht, sag ich dir. Die Meerforellen haben uns gebrochen. Wir sehen uns in der Unterkunft. Maxi, wir sind in der Lodge. Was gibt's zum Armbrot als Vorspeise? Minestrone mit geilen Croutons. Das sieht aus wie eine Biersuppe gerade. Das ist auch, die sind selbst gemacht und richtig lecker, habe ich gerade festgestellt. 1A die Dinger. Werde ich mal die Suppe vergenussferkeln. Sehr lecker. Sehr geile Lodge. Also wirklich richtig, hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas überhaupt hier gibt. Und richtig urig eingerichtet, ne? Richtig, also es ist halt Fliegenfischer-Style. Stylisch. Einfach stylisch. Auch die Zimmer und so. Das ist wirklich verdammt sauber, muss man sagen. Also ja, ich war verdammt ordentlich. Sehr, sehr lange nicht mehr in so einer sauberen Unterkunft. Perfekt alles durchgeplant von dem, zum Beispiel der gelbe Trockenraum für die Warthosen und so. Also muss man sagen, das ist hier schon. Und natürlich geiles Essen. Wirklich gutes Essen. Ja, und gutes Bier. Ja. Frisch gezapftes italienisches Moretti. Prost. Tschüss. Ja, leider kein Forellenfilet. Aber ich sag mal so, das ist eine gute Alternative. Ich denke auch. Schmeckt? Mhm. Taste Test. Nee, ich mach es mal. Na gut, dann probiere ich für euch. Oh. Italienisch angehaucht. Mhm. Rosmarinig, ne? Mhm. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Frutte. Mhm. Wunderbar, schmeckt sehr gut. Boah, sind die zart. Das ist so richtig hier aus dem Fenster. Leute, der nächste Morgen ist angebrochen. Ich wollte euch noch die Lodge zeigen. Das ist so ein bisschen die Chill-Ecke. Und so kann man noch morgens einen Kaffee trinken, oder? Hier gibt es noch das Meer. Ja, da hinten ist das Meer. Hinter meinem Boot. Hier gibt es noch eine Wall of Fame. Kommst du hin, wenn du eine gute Forelle fängst? Oder einen guten Hecht. Oder einen großen Hecht, lieber Meter. Ja, ansonsten da oben, an kalten Tagen oder Sturmausfall, gibt es hier wahrscheinlich die ein oder andere Bindestock-Session. Da oben die Monster, die Mutter aller Forellen. Wirklich, richtiger Big Baba-Buben. Ja, ein paar Gemälde, aber hier isst man ein Armbrot und Frühstück. Frühstück gibt es hier vorne. Das ist noch so ein Mini-Tackle-Shop, wo man so alles Mögliche bekommen, falls man es vergessen hat.
Von der Dodge gibt es auch noch ein bisschen Merch hier. Finde ich ganz geil, die Cappy sieht cool aus. Ein paar Routen, ein paar Lichtkühler. Das hätten wir auch mal machen müssen, ne? Eigentlich schon, ja. Nächstes Mal. Ja. Uns bleibt dann eigentlich nur zu sagen, danke an die Denmark Fishing Lodge, dass ihr uns so toll empfangen habt und mit uns so geile Tage verbracht habt. Checkt das alles in meiner Videobeschreibung aus. Wir werden jetzt frühstücken und dann schon wieder das nächste Video drehen. Das seht ihr allerdings bei Maxi auf dem Kanal und da wird es richtig abgefahren, denn es reicht. Wir gehen elektrofischen. So viel zum Thema. Bis dahin, Leute, lasst dem Kanal gerne ein Abo da. Checkt das andere Video aus Dänemark gerne hier oben ab und die anderen vielleicht auch. Lasst dem Kanal ein Abo da und beim Adventskalender immer an den Code Yoshi Boost denken. Bis dahin, ciao, ciao.